der Größenvergleich Nordamerikas mit 43 Millionen Quadratkilometer Fläche mit der Schweiz von 42.000 Quadratkilometer ist überwältigend und lässt uns nur erahnen, was uns alles erwartet. New York an der Mündung des Hudson River, der in den Atlantik mündet. New York einmal aus der Vogelperspektive. New York besteht aus 5 Stadtteilen: The Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island und Manhattan. Aber mit New York ist immer der Stadtteil Manhattan gemeint. New York hat knapp 7,5 Millionen Einwohner, mit den Vororten 17 Millionen Menschen. Bei einem viertelstündigen Helikopterflug wird sogar Manhattan übersichtlich. Man blickt auf romantische kleine Häuser und spitzgiebelige Kirchen neben hohen Wolkenkratzern. Gerade dieser Stilmischmasch macht die Stadt so ungeheuer lebendig. Der Sternsockel, auf dem die Freiheitsstatue steht, war eine alte Festung aus dem 18. Jahrhundert.
das Empire State Building in der 5. Avenue an der 34. Straße eines der berühmtesten Gebäude der Welt. Bis vor kurzem das höchste Gebäude der Welt und bereits 50 Jahre alt. Mehr als 12.000 gelbe Taxis fahren Tag aus, Tag ein auf New York Straßen. In New York können Sie über 6 Jahre lang jeden Tag eine andere Kirche besuchen, also über 2000 Kirchen. Höchster Doppelwolkenkratzer, Angelpunkt der amerikanischen Finanz- und des internationalen Handels. In jedem Block arbeiten 40.000 Personen. Von der Aussichtsplattform auf dem 107. Stock hat man einen unvergesslichen Ausblick auf die 5 Stadtteile und die Küsten von New Jersey. Alles ist in zartes Blau getaucht und wirkt geradezu märchenhaft, selbst wenn man weiß, dass die Blautöne von Autoabgasen stammen.
Ein neuer Wolkenkratzer ist im Bau, wahrscheinlich wieder höher und größer als die anderen. Gegen Abend erleuchten hunderte von Leuchtreklamen den Broadway, das Vergnügungsviertel von New York. Ein letzter Blick auf New York. Auf dem Bildschirm können wir den Start, den Flug und die Landung des Piloten mitverfolgen. Wir fliegen nach Buffalo. Nur eine Stunde Busfahrt von Buffalo entfernt ist das größte Naturschauspiel im Nordosten Amerikas, die Niagara-Fälle. 60.000 Kubikmeter Wasser stürzen jede Sekunde über die zwei Fälle in die Tiefe und bilden die natürliche Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada. Fälle sind getrennt durch die Ziegeninsel. Links die amerikanischen Fälle, rechts die kanadischen Fälle. Ausblick hat man vom 150 Meter hohen drehbaren Turmrestaurant auf die donnernden Wassermassen.
Aus alten Gangsterfilmen weiß man, Chicago ist eine schmutzige Stadt. Hinter jeder Ecke ein Gangster. Heute stimmt das nicht mehr. Hier steht das höchste Gebäude der Welt. Chicago, zweitgrößte Stadt Amerikas, mit 7,5 Millionen Einwohner. Schon von Weitem fallen die zwei großen Rundtürme auf. Unten sind die Autogaragen, oben die Wohnungen. Chicago besitzt den größten Flughafen der Welt. Durchschnittlich landen und starten alle 15 Sekunden ein Flugzeug, Tag und Nacht. Vom Michigansee, der zweimal so groß wie die Schweiz ist, hat man einen herrlichen Blick auf die Silhouetten der Wolkenkratzer. Moderne, gepflegte Gebäude. Hier befindet sich das höchste Gebäude der Welt, der Sears Tower. 406 Meter hoch, 110 Stockwerke. Das dreieckige Gebäude im Zentrum der Stadt ist das ausbruchssichere Gefängnis von Chicago. Ein Großraumflugzeug der American Airlines fliegt uns quer durch den amerikanischen Kontinent nach San Francisco. Dieser Flug dauert 4 Stunden. San Francisco ist die Märchenstadt am Meer. Von Twin Peaks, einem Aussichtshügel, hat man den schönsten Blick auf diese zauberhafte Stadt. Man könnte stundenlang hier oben stehen. Die Golden Gate Brücke, 2700 Meter lang, ein weiteres Wahrzeichen San Franciscos.
Hier kann man den Durchmesser der Trägerkabel bestaunen. Ein Brückensystem von 14 Kilometer Länge verbindet San Francisco mit den Nachbarstädten. Das Regens Hotel mit 850 Betten in der Hotelhalle hätte ein mittleres Haus Platz. Feuertreppen sind in den Staaten obligatorisch. In allen Wolkenkratzern sind die Treppen innen durch eine Brandmauer vom übrigen Gebäude geschützt. Das Rathaus von San Francisco ist eine kleinere Kopie vom Kapitol von Washington. Eine moderne, 70 Meter hohe Kirche. Die Stadt ist auf 42 Hügeln gebaut. Alle Straßen sind gerade und rechtwinklig und seien sie noch so steil. Hügel auf, Hügel ab. Eine Ausnahme, eine einzige S-Kurvenstraße mit 40% Gefälle. Natürlich eine Touristenattraktion. Ein Bummel durch Chinatown, die größte chinesische Stadt außerhalb Asiens. Hier wohnen und arbeiten 60.000 bis 70.000 Chinesen. Das Viertel umfasst 12 Straßenzüge mit Restaurants, mit fernöstlicher Küche und Geschäfte mit Souvenirs. Thank you.
Schnitzereien aus Elefantenstoßzähnen. Weiterer Höhepunkt in San Francisco, die Fisherman's Wharf. Da gibt es jede Art von Restaurants, in denen vor allem Liebhaber von Meeresgetier ins Schwelgen geraten. Auf den Straßen Unterhaltung für jeden Geschmack. Man kann endlos lädeln. Wir haben besonderes Glück mit dem Wetter, denn San Francisco hat nur 30 bis 40 nebelfreie Tage im Jahr.
Wir fliegen an der ehemaligen Sträflingsinsel Altacras vorbei, auf der Schwerverbrecher wie Al Capone ausbruchssicher verwahrt wurden. Heute ist Altacras eine Ausflugsinsel. San Francisco, da denkt man unwillkürlich an die Cable Car. 5 verschiedene Linien durchziehen die Stadt, jener bunt bemalten Straßenbahn, die laut ratternd auch die steilsten Hügel erklimmt.
dem Gar fahren wir der Pazifikküste entlang, den berühmten 17-Mile-Drive. Typische amerikanische Häuser in allen Stilarten und Eigenkonstruktionen. Erdhörnchen und Seehunde tummeln sich zu Hunderten an dieser Küste. Ein kurzer Halt, um die San Juan Batista-Mission zu besichtigen. Los Angeles mit 7 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 1200 Quadratkilometern, groß wie der Kanton Aargau. Das Fünfturm Bonaventura Hotel in Los Angeles ist ein Beispiel moderner Architektur. An Ausdehnung ist Los Angeles bisher noch unerreicht und besitzt kein eigentliches Stadtzentrum. Auf 1500 Kilometer Stadtautobahn fahren 5 Millionen Autos. Da selten ein Wind weht, liegt immer eine Smogglocke über der Stadt. Wegen Erdbebengefahr werden fast nur Einfamilienhäuser gebaut.
das Ambassador Hotel in Los Angeles, wo wir für 2 Nächte gut aufgehoben sind. Nahe der Stadt Los Angeles liegt ein richtiges Märchenland. Disneyland, Kitsch oder nicht, das spielt hier keine Rolle. In dieser Kunstwelt wird man ohnehin wieder zum Kind. Eine Welt der unbegrenzten Fantasie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Thank you.
good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you'll get this shiny fiddle made of gold. But if you... Thank you.